Trampolin-Weitsprung. Ihr müsst gleich über dieses Trampolin da drauf springen und dann so weit wie möglich bis zur 10 auf die Matte. Bis zur 10 am besten. Ja. Genau. Also mit dem Trampolin draufspringen und dann möglichst weit auf die Matte springen. Wir messen dann vom Trampolin-Mittelpunkt bis zum ersten Mattenkontakt. Heißt also, wenn ihr mit beiden Füßen aufkommt und ihr fallt dann nach hinten, ist egal. Der erste Kontakt war mit den Füßen. Nicht wie beim Weitsprung dann den Kopf, sondern den ersten Mattenkontakt. Mhm. Den messen wir. Wenn ihr natürlich mit dem, das ist vielleicht ein kleiner Hinweis, wenn ihr mit dem ganzen Körper, meinetwegen mit dem Bauchklatscher, landen solltet, messen wir die weiteste Stelle von eurem Körper. Also wenn ihr sogar so macht, wären das die Hände oder dann der Kopf. Wenn ihr aber nur dann, wenn ihr mit dem ganzen Körper irgendwie aufkommt. Also, sollen wir Bauchplatscher machen, sagt also, er uns gerade. Ich erkläre es nur so, wie es in Regeln ist. Ihr wollt die richtig guten Aufnahmen von uns. Ja. Wer nach Arschsprüngen den weitesten Versuch landet, gewinnt natürlich das Spiel. Bei Gleichstand entscheidet der nächste Sprung. Quasi so ein Art wie viel? 8. 8 Sprünge, genau. Und die Münze entscheidet, wer anfängt. Ich sag Nilam. Ich glaube auch. Nein! Hey. Rebecca fängt an. Messen werden übrigens unsere Schiedsrichter Norbert, Katrin und Markus. Sie stehen da hinten. Und ist das eine offizielle Sportart? Was? Ist das eine offizielle Sportart? Noch nicht. Hier kann man noch einen Weltrekord aufstellen. Da kannst du jetzt noch einen Weltrekord aufstellen. Rebecca, hast du gehört? Aber unsere Schiedsrichter, die sind vom Deutschen Leichtathletikverband. Das sind Profis. Aha. Ihr könnt schon mal, kannst du schon ruhig mit hochgehen? Stört es dich? Nein, komm, okay. So. Und du kannst anfangen, wann du möchtest. Ah, okay. Danach vielleicht immer eine kleine Pause, weil wir natürlich sehr gerne gerade hier die Zeitlupe uns nochmal angucken wollen. Natürlich. Oh mein Gott. Natürlich. Aber ich hätte dann gerne auch einen Mitschnitt. Okay. Bauchplatscher, alles. Alles oder nichts, ne? Can do it. Du kannst auch ein Salto machen, wenn du Bock drauf hast. Wie beim Turmspringen oder sowas. Ja, könnte man, aber komme ich damit weit? Eher nicht. Okay. So, ich wäre bereit zumindest. Ich darf, ne? Es kann losgehen. Und da gehört auch ein bisschen Mut dazu, ne? Also, zack. Oh. Ah, ja. Aber leider waren wir auch die Füße. Ja, oder die Knie, ja. Nein! Zuerst drauf. Das war so ein halber Bauchklatscher. Wir gucken mal ganz genau. Achtung. Pass auf. 2,68 Meter. Ach, schade. Also die Füße waren's? Ja. Ach, nö. Aber es sah so schön aus. Und ich habe mir vorgestellt, ich bin Superman. Ja, die Geschwindigkeit und der Mut war da, ne? Elton, also das sah gut aus. Und kann weitergehen. Technik jetzt, Technik. Ich kann? Ja. Mutig. Bauchklatscher. Naja, sie trippelt da vorne so ein bisschen. Ja, also, gut. Der Anlauf hat nicht ganz geklappt, aber... Die Weite ist entscheidend. Ja. Weiter, nicht die Füße. So, zieht die Füße nämlich hinterher. Meter, Achtung, hinkommen. 93. Ja, voll schlau, du hast die Füße hochgemacht. Richtig. So, also. War's? Die Geschwindigkeit, wir gucken nochmal hin. 3,93 Meter. Wow. Fassen die 4 Meter an. Ich darf nicht drücken. Das war echt gut. Also, die Geschwindigkeit hier war sicherlich nicht da. Da hat sie so ein bisschen getrippelt. Aber die Technik war klasse. So, hat Rebecca daraus was gelernt? Oder versucht sie wirklich den Bauchklatscher? Zack und ja, warum nicht? Erinnert jetzt ein bisschen an die Show, durch die sie bekannt geworden ist. Da wurden so Fotos Meter gemacht. 3,46 Meter. Naja, und das ist schon mal weiter. Also, hoch, Füße anziehen. Wir haben hier keinen Fotografen, Rebecca. Doch, was? Doch, natürlich haben wir einen, aber es hat nichts mit der Show, mit der anderen Show zu tun. Das sah so echt so aus, als ob du... Wie so eine Pose. 3,46. Ja. Auf 46. Jeden Fall schon mal weiter. Und ist frei. So, Nilam, jetzt gut, das Brett hätte ich beinahe gesagt, das Trampolin treffen. Nicht dribbeln! Hoppala, naja, aber sie macht den Salto. Achtung, jetzt alles festhalten. Sehr cool. Ich geht's besser mit Seiten. 3,03 Meter. 3,03 Meter. Oh, was? Ah. Ja, zack. Die Hände waren bei der 3-Meter-Marke, leider. Wie viele Hände? Ja. Ja, aber so ein seitlicher Überschlag erinnert eher so an so eine Judo-Rolle. Wie viel hatte ich vorhin? 3,93 Meter. Ist auch noch der weiteste. Jetzt waren es nur 3,03 Meter. Nee, sie hat dich gefragt.
Was? Sie hatte gefragt. Ach so, du war... sehe ich nicht mehr. 3,46. 3,46. Aber 3,46 war jetzt nicht verkehrt. Also eigentlich würde ich das jetzt noch mal machen. Naja, ein bisschen weiter wäre kein Nachteil. Ja, okay, ein bisschen weiter wäre gut. Ja. Also die 4 Meter wollen wir ja schon mal sehen. Und die sind machbar. Die sind machbar. Mut, hohe Geschwindigkeit. Und alle Extremitäten mit auf die Reise nehmen. Zack! Ja, oh, okay. Spät kam die Rolle. Salto. Spät kam die Rolle. Au. Nehmt bei diesem Salti bitte das Kinn auf die Brust, Mädels. Jawohl, macht sie auch gut. Ja, war ein bisschen Kinn gegen die Wange. Ja, ja, ja. Ja. Ah. Na, kommt sehr spät die Rolle. Mein verwirrter Blick. Ja, aber 3,82. Sie nähert sich allmählich. Der immer noch stehenden Bestzeit. Bestzeit sage ich schon, Bestweite. Es fehlt nur der eine weiteste Sprung, ne? Genau. Jetzt hat sie sich nicht, Ron. Komplett, ja, aber sie hat sich komplett verrannt, ne? Mit solchen langen Schritten. Nein, nicht ausgelacht. Aber es waren so lange Schritte hinten. Wenn Nilam hier mal richtige Geschwindigkeit am Trampolin hätte. Ich kann nicht schneller. 2,93. Was? Ja, es wird leider nicht... Es hat sich viel besser angefühlt. So, Rebecca. So. Zack. Wow. Naja, ich sag mal so, der eine Fuß war relativ weit vorn. Das war das Erste, was Meter berührt hat. 76. Ja, konstant dort in diesem Bereich. Ja. Ich weiß nicht, ob es was bringen würde, mal einfach die beiden Füße wie beim Weitsprung nach vorn zu schmeißen. Zack. Ja. Aber das sag ich von hier so, ne? Ganz weit weg von eurem Kissen dort. Wir sehen, große Konstanz hinten raus, 3,82, 3 in die 70er. Okay. Wer schafft zuerst die 4? Ja, die seitliche Rolle. 3,45 Meter. 3,45. Ist auf jeden Fall jetzt wieder über den 3,5 Meter also gelandet. Ja, na? Erinnert ein bisschen als Axtwerfen. Ne? Nilam hat am Anfang richtig einen rausgelassen. Ron. Ja, nö, du, das sage ich in vollem Respekt. Aber Rebecca, das war doch lieb gemeint. Nur bei einem richtigen Bauchplatscher zählt es vorne, ne? Ja. Wenn die Füße gleichzeitig aufkommen. Ja, oder wenn du mit, wenn die Füße oben sind und der Oberkörper und die Arme gleichzeitig aufkommen. Mach ich das. Also, hohe Geschwindigkeit. Hoch abspringen. Ja, ja, vielleicht mal die Füße nach vorne. Ja. Jetzt bin ich gespannt, was Norbert sagt. Was Norbert sagt, ob die Hände oder die Füße zuerst unten waren oder vielleicht gleichzeitig. 66. Ja, die Hände waren da. So, zack. War das ein Bauchklatscher? Das sah zumindest so aus. Na gut, und wir müssen jetzt nicht überlegen, war alles gleichzeitig? Ja, die Hände waren eher. Richtig. Genau. Das sah gut aus. Das ist damit auch 4,66 der beste. 4,66. So, was macht Nilam? Macht sie sich auch mal so lang? Und Hände als erstes. Sie sich auch mal so lang. Ah, okay. Man weiß es nicht. Gut, abgezählt. Bisschen höhere Geschwindigkeit. Ja. Was ist das? Ja! Ja, sie macht die Rolle. Die Geschwindigkeit war gut. Mhm. Wenn da jetzt der Bauchklatscher gewesen wäre. 3,40 Meter. Hä? Ja. Hä, das war doch mega. Ich habe die 4 neben mir gesehen. Nee. Ja, vielleicht dort wie Rebecca gerade ganz lang machen, zusehen, dass die Hand als erstes auf der Matte. Diesmal war der Absprung tatsächlich gut. 3,40. Ja, und dann ist was passiert? 3,40 Meter. Dann bist du wieder zusammengebrochen. Ach, die macht schon. Zack. Das war ein richtiger Körper, aber au. Jetzt, ja, ja. Oh, ich habe meine Hose geschrottet. 4,70 Meter. Wir müssen auch keine Slow-Mos zeigen. So, also. Voller Einsatz. Aber sie hat jetzt diese Technik hier, ne? Heißt Hände nach vorn, zack. Bisschen Aua, aber hey, wenn es eine gute Zahl ist. Ja, es ist die Bestzahl. Okay. 4,70 Meter, wieder verbessert. Wie hast du das gemacht? Ich bin einfach über meine Ellbogen gerutscht und übers Knie. Ja gut, durch Reibung, ne? Ja, ja. Ah ja, aber alles gut.
Sie können ja zu Hause mal ausrechnen, wie viel Paar Leggings man kaufen kann für 100.000 Euro. Hast du recht. So, jetzt Nila. Lisa hat einen so einen Glückstreffer jetzt und schon sieht es wieder anders aus. Gedribbelt! Ja. Gedribbelt? Hm. Nein, getippelt will ja, ich ja, immer sagen. Ja. 3,48 Meter. Kennst vielleicht alle noch, ne? Vom Weitsprung aus dem Sportunterricht. Ne? Aber wenn man diesmal den zumindest die Arme nach vorne und die waren auch die Ersten. Also ja, aber wieder getippelt, das will ich sagen. Ich sage immer dribbeln. Ich meine, ich tippel da vorne so rum. Und ich kann es nicht verhindern. 3,48. Also du wirst wieder 4,70. Besser und Rebecca springt schon wieder. Jetzt hatte mal hier den Weitsprung. Ja. Rebecca sagt sich, ich sag euch am Ende der Show, welches so die beste Testung ist. Ah, ich merke schon, da wird nichts. Ich brech mal ab. So weit sind wir hier schon. Ich wollte was anderes ausprobieren und in der Luft habe ich dann irgendwie... Ja. War dann doch nicht so, dass mein Körper wollte. Aber wie viel haben wir denn noch? Du hast noch einen. Nilam hat noch zwei. Richtig. So. Ein Ding hier gucken lassen. Oh, sehr schön. Also, wir hören es. Okay. Lang machen. Arm nach vorne. Hoppala. So. Ja. Okay. Was? Alles gut, oder? Ja, bestens. Okay, gut. 2,70 Meter. Wisst ihr, das passiert, wenn ich durchlaufen will? Ja. Ach, Mann. Ja, Mann. Also, einen hast du aber noch. Was macht der Bäcker? Ja, da waren jetzt wieder die Füße. Da waren es wieder die Füße. Ui. Ich habe die Hände nicht ausgestreckt. 3,01 Meter. Ja, ich habe die Hände nicht. So, jetzt alles rein hier in diesen letzten Versuch. Wer weiß, wofür die Punkte am Ende gut sind. 4,70 Meter gilt es zu schlagen. 3,93 Meter hast du schon mal geschafft. 4,70 Meter. Ja. Also weniger als einen Meter mehr. Jetzt nochmal alles. Der dribbelt, macht nichts! So, aber die Arme waren lang. Aber ich glaube, da werden ein paar Zentimeter fehlen. 4,13 Meter. 4,13 Meter ist nicht schlecht, aber nicht gut genug. Rebecca gewinnt mit 4,70 Meter. Ich wollte gerade sagen, so lustig. Ah, Mann. Ja. Jetzt ärgere dich nicht für mich, bitte. Entweder war der Anlauf komisch. Nee, der war jedes Mal komisch. Das nicht jedes Mal. Nee. Da waren zwei, da warst du wirklich sehr gut angelaufen. Dann bist du aber dann blöde gesprungen. Als der Anlauf gut war. Die Kombination hat nie gestimmt. Die Kombination stimmte nicht wirklich. Naja. Ja. Wir gucken uns doch mal die Punkte an. Da steht es jetzt. Rebecca mir führt wieder mit 8,7.